Ich habe festgestellt, dass viele Kollegen irgendwie Wohnung kaufen und irgendwie was besitzen. Und ich hatte irgendwie so ein bisschen was auf mein Sparbuch und habe aber erkannt, dass ich nicht so richtig vorwärts komme. Ich bewege mich auf dem Fleck. Ich habe dann schon auch so diese Themen Inflation mitbekommen. Das war mir dann alles geläufig und habe dann mal so grob mich informiert und dachte, okay, du musst jetzt einfach was machen. Dein Geld schmilzt sozusagen so ein bisschen auf deinem Sparkonto, weil du bekommst keine Zinsen mehr und jetzt musst du dich halt mal damit beschäftigen, jetzt hast du Zeit, also mach es. Und dann habe ich, ohne groß zu überlegen, weil ich zwei Sachen waren für mich logisch. Also ich mag, wenn Sachen logisch sind. Einmal, dass es begrenzt ist auf 21 Millionen, ist eine logische Inflationsschutz für mich. Und die zweite Sache ist, in der Vergangenheit hat sich vieles digitalisiert. Warum soll sich nicht auch Geld digitalisieren? So. Aber irgendwie hatte ich so einen innerlichen Drang. Ich musste darüber reden. Und ich wollte, dass die Leute hören, was mit mir passiert ist. Jetzt rufe ich einen Kumpel an und frage den, ob wir selber einen Podcast starten. Also wir haben jetzt auch schon 5 Folgen. Münzweg. Es macht mir mega Spaß. Und das ist halt auch dieses Thema Bitcoin bringt mein Leben sowas von voran. Das ist wie so ein Zug, der startet und der immer schneller wird und immer kreativer wird und mir unglaublich viel Energie auch gibt. Und der entscheidende Fakt war halt dann irgendwann, ja, okay, wenn das jetzt Proof of Stake ist und Bitcoin hat den Proof of Work, dann muss ich die beiden Sachen verstehen. Weil das ist ja das, was die essentiell Shitcoin von Bitcoin unterscheidet. Und da musste ich in das Thema rein. Das hat mir dann halt auf einmal den Weg zurückgebracht. Also ich bin den Weg dann mir zurückgegangen und habe gesagt, okay, ich bin falsch abgebogen. Die Blockchain funktioniert ja wirklich nur im Sinne des Bitcoins einmalig. Also man kann es ja kein zweites Mal starten, weil einfach das am Anfang so anfällig ist und danach erst so fest wird. Und das habe ich dann, also diesen Prozess zu verstehen, ist für mich auch essentiell und das möchte ich auch in meinem Podcast dann tatsächlich rüberbringen, weil wer diesen Prozess verstanden hat, dass die Energie gar nicht schlecht ist, sondern genau das Gegenteil, der hat den Bitcoin verstanden und dann muss ich die ganzen kryptografischen Sachen, mit denen ich mich auch auseinandergesetzt habe, die muss man gar nicht im Detail wissen, sondern man muss es nur verstehen, dass es nichts anderes gibt außer Zeit und Energie in dem Sinne, was das abspeichert. Und da hat es bei mir auch Klick gemacht und dann ging mein Weg weiter. Ich komme auch aus einer Welt, da habe ich keinerlei Bezugspunkte. Ich kenne niemanden, der sich wirklich gut mit Bitcoin auskennt. Es ist wirklich auch noch nicht weit verbreitet und deswegen sind wir auch noch sehr weit am Anfang. Also das ist so mein Eindruck, den ich habe. Beschäftigt sich man beim Bitcoin ja automatisch mit dem Dollar, weil das halt die Weltreservewährung ist. In der letzten Folge hat, glaube ich, jene gesagt, Bitcoin ist für ihn Spiegel, was ihm vorgezeigt hat, dass dies alles schlecht ist. Diesen Einsturz, den hatte ich schon viel eher, als ich mich mit der Nachkriegsgeschichte beschäftigt habe und mir angeschaut habe, welche Kriege geführt wurden, auch durch die NATO, was ja eigentlich eher ein Verteidigungsbündnis war, aber aus meiner Sicht relativ häufig nicht nachvollziehbar kriegerische Handlungen geführt hat. Das fing an, dass Iran, so wie er heute ist, die wären vielleicht sogar demokratisch, wenn Mossadegh da nicht gestürzt worden wäre durch die CIA. Und also das sind alles Sachen, da hat sich Obama für entschuldigt. Das kann ich hier aussprechen, weil das kann man überall im Internet in Büchern lesen, dass das Fakt ist, dass die USA da eingewirkt haben. Oder die Kuba-Krise, da ist auch nicht alles sauber gelaufen. Der Vietnamkrieg ist nachweislich auf einer Lüge beruhend. Also der Vorfall von Tonkin ist eine Lüge, kann man überall nachlesen. So. Und der Irakkrieg, der erste, da gab es diese Brutkastenlüge. Es waren immer Lügen da. Und da habe ich mich in der Vergangenheit immer verfangen und ich dachte mir, Mensch, das nimmt kein Ende. Ne? Also das, wenn man so willkürlich handeln kann auf weltpolitischer Ebene. Also mir hat so das Geldthema noch gefehlt, dass eigentlich hinter allem Handeln braucht man Geld. Also wenn die USA jetzt kein Geld hätte, könnte sie keine Kriege in dem Sinne führen. Also oder das machen. Und früher war es ja auch so. Weshalb ich auch den Podcast mache, ist, ich glaube, man muss ganz unten ansetzen und das ist immer die Bevölkerung. Ich vertraue den Menschen in dem Sinne, dass was sie sagen, bei uns auch politisch abgebildet wird nach oben hin. Und dementsprechend, wenn wir davon überzeugt sind, dass Bitcoin das ist, was es für uns ist, dann bringt es nichts, nur wenn wir das verstehen, sondern dann müssen das alle verstehen. Ich sehe das auch ein bisschen aus der Perspektive, dass ich sage, wenn es jetzt, sag ich mal, Europa nicht schafft, ja, und wenn sie sich selbst, sag ich mal, einbremsen in dem Bereich, dann ist die Bevölkerung wieder selbst schuld. Dann verbreitet sich das dann halt in anderen Ländern. Also versteht ihr, wie ich das meine? Dann ist das nicht schön. Für mich ist Bitcoin Wahrhaftigkeit. Ich bin auch erst vor kurzem drauf gekommen und zwar habe ich mir ein YouTube-Video angeguckt von Jung und Naiv, von Nils Melzer und der beschreibt tatsächlich, wie der Mensch tickt. Wir müssen
feststellen, dass der Mensch nicht überall perfekt ist. Diese Probleme, die der Mensch hat, die löst der Bitcoin. Und das geht aber nur durch das Thema Wahrhaftigkeit. Also wir selbst müssen wahrhaftig sein und der Bitcoin ist wahrhaftig, weil da gibt es niemanden, der den irgendwie beeinflussen kann. Und deswegen ist das die einzige Wahrheit im Endeffekt. Und daran orientiert kann sich unsere Gesellschaft besser entwickeln.